Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdcheck. Das ist Jaco, Felix, Robin und Dominik. Wir beantworten eure Fragen und lösen eure nerdigen Dilemmas. Erste Frage von Punkestine. Was für Spiele spielt ihr momentan? Hearthstone. Bei mir ist es auf jeden Fall Hearthstone und Diablo 3 habe ich jetzt gerade wieder angefangen, weil ja hier Reaper of Souls am Montag rauskommt und mit 2.0 mit dem Patch ist es krass gut geworden wieder. Ich habe aus lauter Vorfreude auf Risen 2 wieder angefangen zu spielen. Quizduell. Und ich spiele bestimmt schon seit 3 Monaten an Whispered World. Und Flappy Bird, der ist bis jetzt bei 3. Nein, 91, Leute, 91 habe ich bisher geschafft. Das ist krass, ey. Auch wenn ihr sehen wollt, wie ich Hearthstone oder Diablo zocke, dann könnt ihr das jetzt tun. Jetzt streame ich das nämlich gerade auf twitch.tv/robbubble, wenn ihr was Bock habt. Magda-Schiebler13, von welchem Game würdet ihr euch eine Verfilmung wünschen? Und andersrum, von welchem Film ein Game? Von, wo wir gerade bei Diablo 3 waren, ich freue mich unglaublich auf den Warcraft-Film. Ich hoffe, dass sie den geil machen und ich meine, Diablo-Film wäre auch. Ich wollte sagen, Diablo-Film. Diablo-Film wäre auch, also ich meine, nur weil apropos Blizzard halt, StarCraft-Film, Diablo-Film, alles. Die, würdest du gerne einen Hearthstone-Film sehen? Und die Cinematics von Karten, die sich gegenseitig ins Gesicht hauen. Heavy Rain. Das ist gut. Heavy Rain. Boah, das, davon muss es einen Film geben. Simon the Sorcerer 1 und 2. Das kennt nämlich kein Schwein mehr von euch und wahrscheinlich hier auch keiner. Ist aber eins der geilsten Adventures, die es jemals gab. Und das ist so witzig. Und wenn man das als einen richtig geilen Film hätte mit diesen ganzen Gags zu Popkultur, zu Fantasy, ich glaube, das wäre zum Schreien komisch. Popkultur, die inzwischen 10 Jahre veraltet ist, aber 20 Jahre, aber hey! Umgekehrt, von welchem Film ein Game? Allerdings, das ist ein bisschen schwieriger. Auch wenn ich den Film nicht übermäßig geil fand, Shutter Island stelle ich mir jetzt ein geiles Spiel vor. Oh ja. Also Point-and-Click-Adventure. Ja, natürlich. Ja. Also ich bin ein riesen Point-and-Click-Fan. Milioda_de, wenn ihr auf einer einsamen Insel gestrandet wärt, welche 3 Film- oder Spielecharaktere hättet ihr gerne dabei? Hm. Willst du den Volleyball? Dann habe ich jemanden, mit dem ich reden kann. Ich hätte gern den Jumper dabei, dann wäre ich nämlich ganz schnell wieder weg. Ah, das ist zählt nicht, ist unfair. Wie seid ihr denn drauf? Ja. Scarlett Johansson? Das ist kein Filmcharakter, du musst halt eine Rolle von Scarlett Johansson. Black Widow. Nee. Irgendwie in dem. Die aus Hör. Ihre Stimme. Dann habe ich einen Computer. Du hast ihre Stimme mit dem dabei. Kann ich, weil, falls die anderen beiden Frauen genug von mir bekommen, kann ich mit mich in den Computer verlieben. Und dann noch hier Mila Kunis und. Mila Kunis ist auch. Du musst einen fiktionalen Charakter nehmen, den sie gespielt hat. Keira Knightley, die ist zwar, ich weiß, ihr werdet mich alle dafür haten, aber. Auch keine fiktionalen Charaktere, aber scheißegal! Dann sag doch jetzt Elizabeth Swan. So. Ich wähle Captain Jack Sparrow und Guybrush Threepwood. Warum? Das sind eigentlich identische Charaktere und mit dieser geballten Idiotie, aber sehr viel Glück, komme ich auf jeden Fall von dieser Insel sehr spektakulär runter. Sei es mit der Kanone wegschießen oder ja, irgendwie mit Führung. Ihr würdet auf dieser Insel ein ziemlich spektakuläres Sausage-Fest feiern. Ja, was? Euer Plan ist irgendwie alle nur von der Insel runterzukommen. Ich denke die ganze Zeit nur darüber nach, wie ich auf der Insel überleben kann. Also ich hätte gerne Hermine dabei, dann habe ich Emma Watson und sie kann auch noch zaubern. Stimmt. Ja. Du kriegst aber nur die 11-jährige Version. Du kriegst aber die ganze Zeit. Du bist dann. Incredible Kalk fragt, @Texcalibur, nerdigster Film? Fragezeichen. In welche Richtung nerdig? Ja, es ist. Also Scott Pilgrim ist nerdig. Aber geht es um die Charaktere? Weil wenn du sagst, der nerdigste Film ist hier irgendwie. Die Frage ist nur der nerdigste Film. Was würde uns einfallen? Napoleon Dynamite. Aber das sind ja alles Nerds als Rollen irgendwie so, weißt du? Aber ich finde zum Beispiel Watchmen wäre ja auch krass der nerdige Film an sich. Weil das ist halt die Frage, ob es um den Inhalt geht. Iron Sky ist auch ein Nerdfilm. Ja. Draghi fragt, habt ihr früher. Alter, was war denn das gerade für eine geile Kampfszene? Draghi fragt, habt ihr früher Digimon geschaut? Das heißt früher, ich schaue es immer noch. Digimon ist der verkrüppelte kleine Bruder von Pokémon. Nein, es ist der geilere Bruder davon. Ja, also, der viel geilere. Der Bruder, also, der die ganzen Frauen abkriegt. Nicht vom Franchise her. Vom Franchise ist Pokémon schon geiler. Aber vom Stoff der Serie muss ich auch sagen, dass mir Digimon als Kind zumindest besser gefallen als Pokémon. Auch der Soundtrack ist einfach geiler. Yoko Sayuki fragt, in welches Hogwarts-Haus würdet ihr euch selbst zuteilen? Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder... Ist gut, dass du das dazu gesagt hast, sonst hätten wir jetzt nicht gewusst, was die Häuser sind. Weil ich antworte jetzt einfach mal für Dominik. Dominik ist bestimmt Slytherin, weil Dominik sind immer nur die Bösen. Das sind auch die Interessantesten. Alle
coolen Zauberer kam aus Dominik, Slytherin. Dominik hat Harry Potter gelesen, so, boah, Draco Malfoy ist so geil, der Typ, boah, geil. Nein, der scheiß Harry Potter, fick dich doch. Draco Malfoy wäre nie wirklich in Slytherin gelandet. Außerdem hat der Gründer von Slytherin den allercoolsten Vornamen, Salazar. Wer heißt bitte Salazar? Das ist der coolste Name der Welt. Ich glaube, ich nenne mein Kind so. Also, du bist nur neidisch, weil du ein Ravenclaw bist. Immer noch besser als Hufflepuff, Freunde. Ja, immer noch Ravenclaw, besser als Hufflepuff. Aber Ravenclaw und Hufflepuff aber wir dürfen kein Haus doppelt belegen, ja? Und wir dürfen auch nicht. Dann bist du jetzt in Hufflepuff. Tut mir leid. Hey, ja, Moment, stopp. Und wir dürfen auch kein Haus vor das andere stellen. So von wegen, nur weil Gryffindor und Hufflepuff, nein, Harry Potter ich und die anderen. Ich bin auch der Meinung, dass die drei Häuser sich nicht vor ihren zurückgebliebenen Bruder Hufflepuff stellt. Aber für dieses integrative Statement bekommt Ravenclaw 20 Punkte. Ja gut, ich bin gerne, wisst ihr was? Ich bin Hufflepuff und ich stehe dazu und ich bin stolz drauf. Lisa G. fragt, welche Waffen würdet ihr in einer Schlacht bevorzugen? Pistolen und Panzer oder Bogen und Schwert? Also wenn ich überleben will, dann vielleicht doch Pistolen und Panzer. Laserschwert und Blaster. Ich würde lieber am liebsten. Das kam nicht vor, Felix. Das ist mir scheißegal. Auf dich so in den Vordergrund zu spielen, ja? Blaster ist aber geil. Nur weil ich mich auskenne. Blaster ist voll retro. Ist echt geil. Finde ich geil. Blaster voll futuristisch. Vintage, voll vintage. Bogen ist vintage. Und dann Blaster ist so die Hipster. Bogen. Boah. Hey, dein Blaster ist voll uncool. Ich hab mir selber Bogen gespielt. Mein Blaster-Instagram. Oh, ich nehme. Ihr müsst mal euren Horizont erweitern, okay? Ich nehme Pistole und Schwert. Warum? Als geiles. Es ist auf jeden Fall, hat mehr Style. Stimme ich zu, auf jeden Fall. Hat den Style und hat die Effektivität. Ja. Dirk Thiele fragt, wenn es einen Planeten geben würde, der 20 Jahre reine Flugzeug entfernt ist, also von der Erde wahrscheinlich, würdet ihr da mitfliegen und den neuen Planeten erkunden? Wenn wir wieder zurückkommen können, dann ja. Aber wahrscheinlich, also ich meine, es kommt auch wahrscheinlich nicht. Wieder Planeten. Ja, dann, also das ist ja diese Sache mit diesem Mars-Experiment, was sie ja wirklich auch machen. Habt ihr irgendwas von Hollywood gelernt? Wenn man auf einen fremden Planeten fliegt, stirbt man, okay? Kasimir Heldmann at Kasi der Held fragt, Herr Stagastex-Excalibur, wenn ihr eine Frau wärt, was würdet ihr den ganzen Tag machen? Beziehungsweise für die Frauen, was als Mann? Wahrscheinlich genau dasselbe, was ich als Kerl auch machen würde, weil ich wäre ja immer noch dieselbe Person. Ich wäre nur einfach eine Frau. Das finde ich auch eine sehr gute Antwort, weil eigentlich, was erwartet ihr mit der Frage? Was sollen wir da sagen? Warte, natürlich, wir spielen an unseren Brüsten rum den ganzen Tag. Aber das würde kein Mensch machen. Vanessa fragt @Excalibur, wer hing als Poster in euren Zimmern, als ihr klein wart, an der Wand? Als ich in der Grundschule war, Pokémons. Okay. Also alle 150 Pokémons. Dieses Poster hatte ich auch. Echt cool. Und als ich ein bisschen älter war, Emma Watson. Ich habe irgendwie zu meinem 12. Geburtstag oder so, zu Weihnachten habe ich ein Herr der Ringe Poster von meinem älteren Bruder geschenkt bekommen und ich war so glücklich. Ich hatte nur so Metal Poster, aber dann immer quasi die Mischung Bärtig, geil. Also so Amon Amarth und dann die Sängerin von Lacuna Coil. Ich habe ihren Namen wieder, Christina Scabia, ich habe ihren Namen vergessen. Ich hab jetzt kennt kein Mensch von euch. Ich habe verstanden, alle sind bärtig und du bist nur so bärtig. Oh, geil. Nein, das war immer auf so eine Frau bezogen. Entschuldigung. Ich hatte einen Iron Maiden Kalender und da habe ich mir alle Bilder draus ausgeschnitten und die so übereinander über meine Decke geklebt. Das war geil. Memento Mori fragt, die Gurke im Burger, must have oder no go? Must have. Ich finde auch, Gurken sind geil. Leider gibt es keine Fragen mehr. Stellt eure Fragen für die nächste Folge. Und wenn ihr jetzt gelangweilt seid, dann könnt ihr mal auf Twitch vorbeischauen. Ansonsten guckt euch die anderen Videos an. Das bräuchte ich auch, weil da lernt man nämlich Hearthstone zu spielen. Ja. Das war Excalibur. Da unten gibt's noch zwei Videos. Alle können abonnieren. Und irgendwo ist noch was. Geht ab. Wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Genau wie andere Social Media Links. Oh. Darf ich jetzt aufhören, so zu singen? Ja, wirklich. Ja. Das ist auch so gut. Ja, mich gezwungen.